Inka, ey, was soll denn dieser Videotitel? Heutzutage, da kann doch jeder seine Sexualität frei ausleben, hä? Egal ob Mann oder Frau. Sorry, Karl. Schön wär's, aber das ist leider totaler Quatsch. Wenn du ehrlich bist, kennst du das doch bestimmt auch. Man sitzt mit Freunden zusammen, redet über alles Mögliche und eben auch irgendwie über das Sexverhalten anderer Menschen. Und dann gibt es vielleicht die eine oder andere Person in deinem Freundeskreis, die plötzlich darüber lästert, weshalb Person XY so viel Sex mit jedem hat. Das, meine Freunde, ist Slut-Shaming. Manchmal fallen dann Wörter wie Schlampe, was eben Slut auf Deutsch bedeutet, oder die betroffene Person wird ausgegrenzt und verachtet. Slut-Shaming bedeutet, dass das Sexualverhalten einer Frau angeprangert wird, weil sie damit gegen die Rolle der Frau in einer patriarchischen Gesellschaft, also einer Gesellschaft, die von Männern dominiert und gelenkt wird, verstößt. Obwohl man ja glauben könnte, dass heutzutage Männer und Frauen gleichgestellt sind, gibt es noch so einige Ungerechtigkeiten. Zum Beispiel bekommen Frauen oftmals für die gleiche Arbeit wie Männer weniger Geld. Und sowas ist ein Hinweis dafür, dass wir immer noch in einer patriarchischen, männerdominierten Gesellschaft leben. Die sieht nämlich vor, dass Frauen sich dem Mann unterordnen, nicht offen und proaktiv mit ihrer Sexualität umgehen und vor allem nicht mit vielen verschiedenen Sexualpartnern verkehren. In einer patriarchischen Gesellschaft ist dieses Verhalten nämlich dem Mann vorbehalten. In erster Linie richtet sich nämlich Slut-Shaming gegen diejenigen Frauen, deren Sexualität die jeweiligen festgelegten gesellschaftlichen Grenzen übertritt. Es fängt zum Beispiel damit an, dass man Frauen vorwirft, zu provokante Kleidung zu tragen und führt sogar so weit, dass man sie dafür verantwortlich macht, vergewaltigt zu werden. Es ist echt nicht zu fassen. Aber hier merkt man auch schon, dass es nicht um das tatsächliche Sexualverhalten der jeweiligen Frauen geht, sondern eher um gesellschaftliche Sitten und Stereotypen. Denn ein Mädchen, was zum Beispiel noch gar nicht sexuell aktiv ist, sich aber angeblich zu provokant kleidet, kann genauso Opfer von Slut-Shaming werden. Aber besonders interessant ist eigentlich die Doppelmoral, die hinter all dem steckt. Diese Maßstäbe für angemessenes Sexualverhalten gelten nämlich in erster Linie nur für Frauen. Diese sollten möglichst verliebt und vergeben sein, um Sex zu haben. Und bei Männern wiederum ist das wieder komplett egal. An dieser Stelle haken aber viele ein und sagen: Es gibt auch männliche Schlampen. Woran man aber schon den kleinen, aber feinen Unterschied merkt, der zwischen Frauen und Männern gemacht wird. Der Begriff selbst bezieht sich nämlich auf Frauen und erst durch den Zusatz männlich wird der Begriff weiter definiert. Wissenschaftler gehen außerdem davon aus, dass mit der Bezeichnung männliche Schlampe nicht so allumfassend die Persönlichkeit eines Mannes angegriffen wird, wie mit dem Begriff Schlampe bei einer Frau. Aber ihr seht schon, auch bei diesem Thema gibt es komplett verschiedene Meinungen. Die Mechanismen des Slut-Shaming werden in diesem Video also eher allgemein beschrieben, ohne dass sie auf jeden einzelnen Fall zutreffen müssen. Jetzt könnte man gut meinen, wenn Frauen Opfer von Slut-Shaming werden, dass es bestimmt die Männer sind, die so beschimpfen. Das stimmt so allerdings nicht. Unabhängig davon, dass man jetzt natürlich nicht so ein ganzes Geschlecht über einen Kamm scheren kann, ist es oft so, dass Slut-Shaming von Frauen ausgeht. Das wiederum liegt daran, dass Frauen durch Slut-Shaming Macht ausüben können und andere Frauen gemeinsam ausschließen und unterdrücken können. Andererseits distanzieren sie sich so selbst von deren Verhalten, um die Anerkennung der Männer im Patriarchat zu erlangen. Das wiederum bedeutet in diesem Kontext eine gewisse Machtposition. Übrigens funktioniert das umgekehrt genauso. Sich selbst als Schlampe zu bezeichnen oder befreundeten Frauen ein Kompliment mit dem Wort Schlampe zu machen, führt wieder zu einer gewissen Machtposition. Das liegt daran, dass Kulturen, in denen Slut-Shaming passiert, sowohl Schicklichkeit und sexuelle Zurückhaltung als auch im Gegenentwurf freizügiges Verhalten belohnen. Ihr seht schon, Slut-Shaming ist eine ganz miese Sache und gar nicht so leicht zu durchschauen. Was man gegen Slut-Shaming tun und wie man es verhindern kann, das seht ihr im nächsten Video. Vergesst deswegen auf gar keinen Fall, Bedside Stories zu abonnieren, dann verpasst ihr das Video auch nicht. Und ansonsten würde ich voll gerne von euch wissen, ist euch vielleicht schon mal selbst Slut-Shaming passiert? Oder habt ihr schon mal selbst jemanden als Schlampe bezeichnet? Schreibt es in die Kommentare, lasst uns zusammen diskutieren und wir sehen uns beim nächsten Mal.